Ganz kurz möchten wir beide, meinem Nachbar zu legen und ich euch, uns euch vorstellen. Matthias Hund ist mein Name von der anonymen Drogenberatung im Kreis Unna und ich bin dort im Bereich der Suchtvorbeugung tätig. Das heißt, ich bin derjenige, der zum Thema Drogensucht und Abhängigkeit durch den Kreis Unna reist und versucht, Schüler zum Guten zu bekehren. Ja, mein Name ist Volker Timmerhoff, ich bin Polizeibeamter und im Kommissariat Vorbeugung der Kreispolizeibehörde Unna und wir beide haben das Ganze organisiert, wir haben schon mit euren Eltern gearbeitet und möchten euch heute hier das Theaterstück vorstellen. Aber der Matthias will noch ein bisschen mehr dazu sagen. Ach, gar nicht so viel. Das ist also heute der Abschluss und der Höhepunkt unserer Präventionsreihe. Volker sagte gerade, wir haben mit euren Lehrern uns schon beschäftigt zum Thema, wir haben uns beschäftigt mit einigen eurer Eltern und jetzt ist diese Theaterveranstaltung ausdrücklich und ausschließlich nur für euch Schüler. Herzlich willkommen dazu. Einen schönen guten Morgen, ich heiße Beate Albrecht. Ich werde gleich mit meinem Team das Theaterstück Alkohölle spielen. Und wir freuen uns, dass ihr uns eingeladen habt. Wir freuen uns, dass wir wieder für euch spielen dürfen und dass ihr das Ganze organisiert habt. Da gehört ganz viel Arbeit und ganz viel Zeit vorher dazu. Und ich möchte mich ganz herzlich bei euch da nochmal bedanken. Ja? Ohne euch wären wir nicht hier. Danke. Ja, okay. Bevor wir anfangen, sagen wir euch kurz, wer wir sind, wie das Stück entstanden ist und was wir von euch brauchen, damit es eine gute Veranstaltung wird. Und die Fritzi stellt uns vor. Vergiss den Typen an der Ecke, den mal wieder quält, weil du nicht machst, was er will und du nur still einfach tust, was dir gefällt. Erwähnt, wir sind die Theatertruppe Theaterspiel, wir kommen aus Witten, ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt, ist ja quasi um die Ecke und Theaterspiel ist mit ganz vielen unterschiedlichen Stücken unterwegs, mit ganz vielen Jugendstücken, einem Kinderstück und einem Erwachsenenstück und heute sind wir in Unna mit dem Theaterstück Alkohölle. Ja, aber so rot wie ich immer werde, brauche ich die ganze Kohle davon. Stimmt, und zwar richtig rein. So, jetzt zeige ich Ihnen mal, wie das in Unna gemacht wird. Ja! Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken, so! Hau weg die Scheiße, ja! Das geht runter, das küsst die Kehle! Das ist Devil's First Kiss! Hey, bietet Sven ihm euer Augenschluck an, ne? Ja. Der Junge ist völlig fleckig. Das ist der Wolfgang und der Wolfgang wird euch noch mal kurz erzählen, wie es überhaupt zu dem Stück Alkohölle gekommen ist. Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Das Stück Alkohölle ist entstanden durch tatkräftige Unterstützung von Selbsthilfegruppen, durch tatkräftige Unterstützung von trockenen Alkoholikern. Ich selber bin seit 16 Jahren trockener, abstinent lebender Alkoholiker und ich freue mich ganz riesig, heute für euch, für Sie hier in Unna spielen zu dürfen. Wir hatten Erfolg ohne Ende. Und wir feierten das. Ohne Ende. Ja, das dachten wir. Was? Tante Maxi? Wir dachten, uns gehört die ganze Welt. Nichts konnte uns irgendwas anhaben. Ja klar, alles lief super. Ja, wir waren gefragt. Dein Vater war gefragt. Er war bekannt. Aber keiner kannte meine Angst. Einmal, ich glaube, es war Mai. Auf jeden Fall 1992. Wir hatten einen erfolgreichen Abschluss gemacht. Wir saßen in unserem neuen Büro. Es war spät abends, wir waren erschöpft, wir schwiegen. Er goss sich seinen üblichen Wodka ein. Plötzlich sah er mich an. Maxi! Maxi, meinte er. Maxi, ich habe Angst. Ich habe Angst. Angst, dass mir die Farben ausgehen. Die Farben ausgehen. Manchmal ist alles ganz blass. Manchmal ist alles ganz blass. Und manchmal nur schwarz und weiß. Manchmal nur schwarz und weiß. Aber am schlimmsten. Am schlimmsten. Am schlimmsten ist das Grau. Am schlimmsten sei das Grau. Das ist kaum auszuhalten. Dann habe ich mich zu ihm gebeugt, ihn am Arm gefasst und hey, großer Bruder, Kopf hoch gemeint.
Er hat seinen Wodka ausgetrunken und mich angegrinst. Geht schon wieder. Geht schon wieder. Gut, wenn das passiert ist, bedanke ich mich erstmal. Wir spielen ungefähr eine Stunde, 10 Minuten und danach gibt es ein Nachgespräch. Das heißt, das ist eure Zeit. Es geht ungefähr bis maximal 20 vor 12. Das heißt, das ist eure Zeit, da könnt ihr uns Fragen stellen, zu uns, zum Stück, zum Thema. Der Wolfgang beantwortet dann gerne Fragen zum Thema Alkoholsucht. Unsere Experten werden auch dabei sein, eure Fragen beantworten zu rechtlichen Dingen, zu anderen Dingen. Wir freuen uns einfach darauf, mit euch ins Gespräch zu kommen und wünschen euch jetzt viel Spaß und gute Unterhaltung bei Alkohölle. Daraufhin haben mich Gruppen, Selbsthilfegruppen von trockenen Alkoholikern gesehen und haben gesagt, schreib doch mal ein Stück zum Thema Alkohol. Ich habe mit Alkohol, ist in meinem Leben völlig an mir vorbeigegangen, ich war noch nie besoffen. Also komme aus München, mir schmeckt kein Bier und dann habe ich gesagt, nee, das kann ich nicht und dann haben wir gesagt, wir schreiben das zusammen. Also ich habe mir ganz, ganz, ganz viele Geschichten angehört und ganz viele Interviews gemacht. Und dann ist auch die Idee entstanden, dass jemand auf der Position spielt, der sozusagen der Experte ist. Ja? Und dann habe ich es geschrieben. Ich habe keine Schauspielausbildung gemacht. Ich bin hauptberuflich in einem Dienstleistungsbereich tätig, in dem ich auch 40 Stunden die Woche noch arbeite. Mir macht aber das Theaterspielen und gerade auch die Suchtprävention, die ich auch in Schulen betreibe, indem ich auch in Klassen gehe mit Kollegen einer Selbsthilfegruppe, macht es alles insgesamt einen riesigen Spaß. Und ich denke, ich möchte mich hier gar nicht mit dem erhobenen Zeigefinger hinstellen und sagen, Alkohol ist böse, sondern ich möchte einfach nur davor oder darauf hinweisen, was mir eigentlich widerfahren ist. Und ja, vielleicht nehmt euch ein bisschen von an und setzt es nicht so um, wie ich es getan habe. Und dann ist das schon... Ja, in Ordnung. Es gibt stationäre Kliniken, dort kann man eine Alkoholentgiftung durchführen. Das heißt, der Körper wird zunächst mal vom Alkohol entgiftet. Ihr kennt diesen Begriff Entzugserscheinung. Man muss also durch einen Entzug. Und dann geht es darum, in einer stationären Therapie, das ist häufig der Weg, sich auf die Suche zu machen, wo liegt eigentlich der Grund und die Ursache für den Alkoholkonsum. Hier in dem Theaterstück bei der Lena hätte man, wenn sie jetzt süchtig geworden wäre und sie wäre in einer Therapie, dann würde man im Grunde mal gucken, wie ist sie aufgewachsen, was hat ihr gefehlt. Es war ja ganz eindeutig, mir hat der Papa gefehlt, sie hat sich alleine gefühlt, in der Familie gab es eine große Lüge, es wurde nie drüber gesprochen. Und man würde in so einer Therapie versuchen, das mit ihr aufzuarbeiten, weil das unter Umständen der Grund sein kann, weshalb sie selber exzessiv angefangen hat zu trinken. Und damit ihr diesen Weg gar nicht gehen müsst, sitzen wir hier. Wir sitzen nicht hier, dass wir sagen, Sie müssen böse Alkohol, sondern wenn ihr meint, dass Alkohol in eurem Leben dazugehört, dass ihr einen gesunden Umgang damit findet.